manchmal was davon. Alter, hier unten ist ja voll der Porno-Hut, warum hast du den nicht auf? Noch so ein Captain Price-Hut. Ist schon ein paar Tower? Ich bin drin, ja. Und ich aufs Maul gekriegt, ey. Hier, das Zombie verfolgt mich. Man sieht da nirgends so eine Leiche, ne? Ey. Geh mal in das grüne Gebäude rein. Das ist jetzt aber riskant. Da wollen wir verschwinden. Oh, lass mich erstmal kurz was snacken hier. Erstmal die Powdered Milk reinfeuern. Komplett. Oh, der hat voll viele Sachen von mir zerstört. Oh, zum Kotzen. So, ich bin jetzt am grünen Haus. Kann ich meine Vitamine noch essen? Och, Mann. Auch ruined. 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 EpiPen im Arsch. Meine Magnum ist auch im Arsch. Warte, unten war doch so ein Weapon Cleaning Kit. Kann man das damit vielleicht wieder fixen? Nee, ich brauch mal deine Handicap hier. Was? Ich geh da jetzt rein. Ich brauche jemanden, der das denn nicht eine. Ja, warte kurz. Ich muss kurz meine Revolver reparieren oder versuchen. Boah, was ne Scheiße. Revolver ist im Arsch. Ich hab noch einen Revolver, falls du ihn haben willst. Was, zwei Revolver? Nein, ich hab aber diese andere Pistole noch. Was ist denn hier für ein Bazar, Alter? Hier draußen ist auch noch eine Pistole. Okay, ich bin drin. Wo ist ein Bazar? Kannst du hier rum? Ich renn hier rum, ja. Boah. Alter, warum hast du mir nicht gesagt, dass du hier reingerannt bist? Du hast doch gesagt, ich soll kommen, also bin ich gekommen. Alles im Arsch, oder? Ja, alles leer. Achso, okay. Server hopper, ne? Ja, anscheinend. Das ist doch eine schwarze Hose, die ist doch genau das Richtige für dich, oder nicht? Ach, wo nee, denn? Ist ein T-Shirt. Ne, ist ein T-Shirt. Tü. T-Shirt. Besonders viel Tü. Hier ist noch so ein Amphibia, René. Was für ein Ding? Diese Betäubungspistole. Achso, ja, hab ich gesehen. Obwohl, nehme ich die jetzt mit? Ich hab dafür eh keine Munition, ich bräuchte eher einen Revolver. Meinen kann ich in eine Tonne kloppen, ey. Meinen ganzen Oberkörper zerlöchert. Ja, dann lass jetzt erstmal zu dieser einen Stadt und da gucken, dass ich da ein bisschen fit werde. Da ist auch die Feuerwache, da findet man auch immer übelst gute Sachen noch. Erstmal alle Zombies anlocken. Vielleicht glitscht ja dieses Arschloch hier noch irgendwo rum. Glaube ich nicht. Ich glaube, der ist ausgelockt. Ja, aber so schnell wieder rumgebackt ist, der ist tot. Der ist auf jeden Fall tot gewesen. Kann ja sein, dass er überall jetzt hier auf dem ganzen Berghang verteilt ist. Das war ein Jumper. Ja, wahrscheinlich. Ich kann dir gleich mal einen Revolver geben, oder? Dann machen wir das hier gleich. Ja, lass erstmal die Zombies loswerden und hier von diesem Airfield weg. Krieg ich auch immer nur auf die Fresse, ey. Allerdings wirst du nicht tot. Ich dachte, ja, der war ein beschissener Schütze, ey. Der war richtig scheiße. Mit dem Revolver ist das, wenn man es drauf anlegt, auch voll schwer, irgendwie jemanden zu treffen. Aber warte mal, ich habe hier letztens so ein richtig geiles Haus gefunden, das da mal hingeht. Das ist ja gleich hier hinten. Ich habe mich alleine gespielt, habe ich das voll gefeiert, weil es irgendwie ganz alleine steht und ganz angenehm groß ist und schick aussieht. Da wollte ich gleich einziehen. Wollte ich mein Basiscamp aufbauen, weißt du? Hm. Meine Base. Hallo, Typ mit der Waffe. Hoffentlich ist meine Mosin-Munition nicht kaputt. Ach, kann ich ja auch kontrollieren beim Laufen. Damaged. Pristine. Ruined. Mmh.
Schmeiß meine Sachen beim Laufen raus. Badly damaged. Mein Rucksack hat's gut überstanden, zum Glück. Powdered Milk ist leer. Man kann laufen und sein Inventar sortieren, ey. Oh ja. Das Haus davon, oder was? Ja, das ist cool. Ich habe jetzt so eine Spur aus Brotkrumen gelegt. Geil. War eher aus Munition und Waffen und Essen. Aus Brotkrümels. Krümels. Mach mal ein bisschen Speed hier, Junge. Okay. Ist auch neu, das Haus. Alter. Kriegt man wahrscheinlich auf. Egal, erstmal hinlaufen. Die Tür ist auf. Nicht, dass unser Freund da drin ist. Guck mal, meine Axt raus. Jetzt gibt's erstmal Gruppenkeile hier. Keule. Deine Waffe schon wieder nicht. Erstmal oben, ob der da irgendwo ist. Oh, hier liegt auch eine Waffe. Nee, sieht sauber aus. Was ist das denn? CR-75. 9mm Parabellum Rounds. Hast du 9mm Kugeln? Nö, ne? Nö. Nee. Ah, meine Jacke, meine Weste, meine ist natürlich ruiniert. Alter, alle meine Klamotten sind ruiniert, ey. Oh, nö. Die waren alle so schön. Die Scheiße kann man nicht mal nähen. Das ist voll kacke. Mach doch mal die Tür zu hier. Ja, da liegt die Magnum auf dem Boden. Pistol, Flashlight. Magnum. Alter, John Magnum, ey. Oh, die ist ja so geprestin, ey. Köstlich. Hier habe ich jetzt Munition am Start. Da habe ich jetzt... Ich habe all meine Medizinsachen fast verloren, ey. Hier liegt noch was. Was liegt hier? 3,75er waren Magnum-Kugeln, ne? Oder 3,57er, so. 75er. Krasses Haus, ey. Ist cool, ne? Oben ist auch voll cool. Liegt auch voll viel Shit. Jetzt muss ich aber erstmal was trinken. Ich brauche Vitamine. Ich will endlich, dass man jemand sich mal so ein Basiscamp einrichten kann, ey. Das wäre voll geil. Ja. Will ich so feiern. Dann nimmt das Spiel ganz neue Ausmaße an, finde ich. Einfach nur so ein Haus hier. Dann wäre das so, dann geht man so, so man Sachen looten, kann. Sachen suchen. Ja, das brauchen wir noch. So, voll geil. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Mal gucken. Irgendwann? Vielleicht. Boah, wieso zieht er denn die Mosin jetzt nicht? Ich stehe im Tisch. Der Bär steht im Tisch. Alter, willst du deine Waffe eigentlich ansprühen? Ich habe nämlich noch Black Paint. Ja, auf jeden. Fällt mir nämlich gerade so auf. Wenn das nicht auch ruined ist? Nö. Da. Add oder Paint? Paint, ne? Ist egal. Aber eigentlich kein. Cool. Jetzt siehst du gleich viel gefährlicher aus mit deinem Mantel und deiner schwarzen Mosin. Lass uns mal in the city. Ich muss noch an die Mosin auf neuen Hotkey sehen. Hotkey hier. Karl arbeitet nämlich nur mit Hotkeys. Oh, ey, ich bin schon wieder ein bisschen grüner geworden, glaube ich. Wieder grüne Kobold aus Spider-Man. Haha. Ha. Ist doch wieder in dem neuen drin, ne? In welchem neuen?
Amazing Spider-Man 2. Da ist der auch wieder drin? Ja. Wie ist das denn möglich? Ach, da vorne ist schon mal so ein Heiliges Gralhaus. Ey, das ist doch ein Reboot. Ja, in Amazing Spider-Man 2 ist ein Reboot von Amazing Spider-Man? Nein, Amazing Spider-Man ist eine ganz neue Reihe. Ach so. Ja, ist... Ja, ja. Weil du gerade gesagt hast, wie ist das denn möglich? Warte, ich war verwirrt. Okay. Ich hab verstanden. Da sind ja auch alle drin, einfach. Alle. Rino auch. Rino. Reload. Ja, die Räume sind alle Bullshit. Und dann kommt dieser Raum hier und man denkt sich, ja, yeah, man hat's geschafft im Leben. Okay, geht so. Ein bisschen was zu essen. Was ist hier für ein Buch? Schöpfungsgeschichte. Ich sammle das Essen ein. Pascal sammelt Bücher ein. Französisch. Die Schöpfungsgeschichte auf Französisch. Geil. Ich gehe schon mal weiter. Während du noch Französisch lernst. Du interessierst dich ja gar nicht für Literatur, ne? Nicht für französische Literatur. Und auch nicht für die Entstehungsgeschichte. Was? Ich glaube nämlich, dass unsere Welt nicht auf Säulen steht und eine Scheibe ist. Ich weiß, das ist Hexenwerk, aber so bin ich halt. Bist halt so ein Unkraut, ne? Unkraut. Essen. Wie er dich gleich drauf stürzt. Ich hab's dir mal gelassen. Kein Spaghetti war das. Spaghetti Tuesday, sagst du? Ja. Ich glaube, wir sind zur Feuerwehrwache, die ist viel geiler. Geiler. Krieg ich langsam Farbe wieder, das ist echt nice. Das geht echt relativ fix. Und da war einige Sachen schon auf. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, wie lange der Server läuft. Wir spielen jetzt auch schon eine Zeit und der war kein Restart, ne? Was ist das hier? Ein Snaploader. Brauche ich nicht. Schraubenzieher, eine Feuerfighter-Axt ist hier auch noch. Ah, hier sind 9mm Kugeln. Jetzt habe ich die Pistole natürlich nicht mitgenommen. Ich packe die trotzdem mal ein. Man weiß ja nie, ne? Was ist das Grüne da? Ach so, so ein Barett. Hier ist noch ein ziemlich kaputter Helm. Aber du willst ja wahrscheinlich kein Helmi sein. Nee. Muss ja einfach cool bleiben. Cool. Ah, sonst ist hier nur Bullshit. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich mit Stil, Junge. Oh yeah. Wo waren jetzt die Feuerwehrwache? In der Feuerwehrwache. Macht Sinn. Macht Sinn, ne? Healing. Ah, ich bin auch Healing. Hammer geil. Halten wir das doch ein bisschen am Leben. Auch ohne Vitamine. Letztes Mal musste ich immer Vitamine schlucken, damit das funktioniert hat. War schon im Supermarkt? Nein, ich bin immer noch in der Feuerwehrwache. Aber damit bin ich jetzt fertig. Obwohl, hier liegt noch Müll. Sehr gut. Sehr gut. Hier sind auch mindestens drei von diesen Heiligen Gralhäusern, ne? Was die Stadt hier eigentlich zum Moloch des Essens macht. Hier ist aber auch noch einiges zu. Kuckuck. Schrotzenmuni. Und Tuna. Wir sind unbewaffnet, nehmen wir gefangen. Sehen in die Hose aus. Dann müssen wir wieder zur Küstenstadt, da findest du öfter mal ein. Dann musst du einen Bazar öffnen. Hier ist auch noch so ein Snaploader. Aber für eine Schrotflinte, glaube ich. Ja. Nur Speedloader sind für Revolver. Revolver.
alles mitnehmen an Essen. Was ist das? 67% Wasser, braucht kein Mensch. Also irgendwann hat man nur noch zu essen dabei und denkt sich, man braucht nichts zu trinken, und dann stellen die das System um, sodass man nicht mehr aus dem Brunnen trinken kann, und dann ist man sofort gefegt. So, oh Gott, ich hab nichts zu trinken! Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Aber der Tag wird kommen. Du bist gerade in die Feuerwehrwache reingelaufen, wa? Ja. Reingelaufen. Oh, das ist noch ein erste First Aid Kit ist hier noch. Alles extra. Schon haben wir ausgenommen, da war auch nicht groß was drin, nur eine Bandage. Roter Helm. Hm. Bin ich immer noch healing? Sehr gut. So gefällt mir das. Ich kann man nicht besiegen einfach. Ich bin einfach unbesiegbar. Ja, und eine schwarze Axt auch noch. Wie eine schwarze Axt? Ich habe meine Axt angesprüht. Ach so. Na gut, dann macht das natürlich Sinn. Alter, jetzt bin ich du brauchst auf jeden Fall stylische Hosen. Wir müssen nochmal in die ganzen normalen Gebäude reingucken. Da findet man sowas ja eher noch. Alter, hier sind Schuhe für dich. Hier sind Schuhe für dich. Oh. Oh ja, beim im orangenen viereckigen Haus. Wie gefreut das. Oh, man muss sich auch mal über die kleinen Dinge im Leben freuen. Da! Hier hinten in der Ecke. Geile Lederschuhe, Junge. Alter. Warte. Wow. Oh, viel besser, viel besser. Du brauchst noch eine geile Hose. Für die Special Forces und die Style Forces. Kommt man hier irgendwo durch? Natürlich nicht. Eine Garagen. Da ist immer richtig viel Shit. Garagen. Geragen? Garagen. Garagen. Ist Georg eigentlich irgendwo mal aufgetaucht? Nö. Was? Schwulentoilette, du wurdest in die Wuthöhle verschoben. Shit, Treppe? Hey, wann war das denn? Hä? Oder hast du dich da selbst hingeschoben? Oh, wann? Irgendwer hat dich irgendwann, warte, um 10.49 Uhr hat dich irgendwer in die Wuthöhle verschoben. Nee. War ich nicht. War 10.49 Uhr? Wenn du es nicht warst und ich es nicht war, wer war es dann? Musst du ja dann gestehen. Da habe ich den Platz der Channel, glaube ich, kurz gewechselt. Achso. Es steht nicht, dass einer gejoint ist. Nehmen wir die Wooden Sticks mit, just for the security. Just for the security. Anglizismen for the win. Hier ist noch ein Scope, aber das hast du ja. Nein. Ab in die beiden Häuser. Boom! Babam, babam. Ich find's wieder euer Nazi-Toni. Die sind auch noch zu. Es regt mich voll auf, dass meine Klamotten jetzt alle ruiniert sind. Meine schönen Klamotten. Weil. Nur dieser Saftsack rumschießen musste. So ein Grobian, ey. Hier sind zumindest Green Cargo Pants, aber Green ist ja halt auch nicht so deine Farbe, wa? Nee. So gar nicht dein Stil. Momentan ja nicht so. Hättest auch den roten Rucksack nehmen müssen. Stimmt. Hätte zu deiner Cap besser gepasst. Tut mir leid. Was achte ich, auf sowas achte ich halt nicht. Du musst halt auch mal deinen Stil verfeinern, ey. Wenn du schon der Gentleman hier sein willst. Gentleman Playboy will ich. Ja, genau. Oh, powered Milk! Was soll ich mitnehmen? Powdered übrigens. Ja, Powdered Milk dann halt. Ich mag sie lieber als Power Milch. Denn die verleiht einen Kraft. Power Milk, sie hat alles, Gatter, was ich hab, wilde Tiere. Hat ein süßes Gatter. Mein Gott, wie viele Türen man hier öffnen muss, um in dieses Haus zu kommen. Ja, ist wie so eine Frau. Alter, guck mal hier. Ist so eine Feuerwerks, aber die hast du ja schon. Ein schwarzer da, ein Black Edition. 10 Euro mehr gekostet. 10 Euro mehr. Hey, war doch gerade noch ein Zombie, oder nicht? Oder das warst du? Läufst du da gerade weg? Ja. Okay. Das musst du mir sagen, Mann. Ist gerade ich in Panik und schieß auf dich. Du weißt, wie ich bin.
Mann. Da läuft irgendwer! Boom. Der kennt man doch. Ja, aber wenn ich Panik reagiere, dann gucke ich nicht, dann schieße ich erstmal. Oh Mann, ey. Wie die US-Polizei. Erstmal schießen. Dann denken, ne? Erst schießen, dann denken. Ja, genau. Da, der tut irgendwas! Bam, 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 bam. Ja, ist nichts. Hier hat einer das heilige Gralhaus schon durchschaut. Was machst das war du ein Überfall. Was? Das war ein Überfall. Das ist ein Überfall. Oh Gott. Ja, willst du jetzt noch zur Küste oder was? Zum Küstchen. Da bist du, wie du schon einfach schon losläufst und mich fragst. Ja, da vorne ist ein Garage und die möchte ich auch noch angucken. Oh, weiß ich nicht. Also nein, okay. Weiß ich nicht. Einfach nur ja oder nein, das reicht schon. Was, wo ist Kevin eigentlich gewesen? Beim Boot ist er auch noch. So. Ist, glaube ich, ein coolerer Hut, finde ich. Was? Der ist weniger rot, weißt du? Der passt besser zu deinen Schuhen. Lass dich mal vernünftig einkleiden hier. Hier oben auf dem Regal liegt er. Oh, Chapeau. Chapeau. nee. Hier sind braune Handschuhe. Chapeau, Pascal. Alter, guck mal hier. Ja, jetzt wird das langsam, jetzt wird's. Alles nur durch meine Styling-Tipps. Was zu essen? Brauche neue Klamotten, alles ist kaputt, nur mein Hut nicht. Was reicht doch. Riesiges Kondom. Was? Okay. Brauche was zu essen. Take Raider Cap. Raider! Locke ich mich jetzt hier unten aus oder oben? Ach, hier unten. Unten im Busch. Da, wo eine Waffe spawnt. Echt jetzt raus aus dem Haus? Obwohl im Haus spawnt, ist nie eine gute Idee eigentlich. In diesem lauschigen, wunderschönen Vorgarten hier. Einfach schön. Hier liegen bringt ja gar nichts.